Das ist eine sehr gute Frage und auch zu Recht auch häufig diskutiert. Für mich ist die Mobilität die Wahl zu haben. Und zwar erstrangig, wie möchte ich leben? Wo möchte ich leben und meine Qualität dadurch nicht beeinflussen? Ich möchte eine Wahl haben, ich möchte attraktive Angebote haben, ich möchte flexibel sein, ich möchte kostengünstig sein und ich möchte mit wenig wie möglichen Tools arbeiten. Intermodal, das ist immer in aller Munde, aber auch natürlich crossmodal. Für mich ganz wichtig, ich möchte die Wahl haben, wenn ich von A nach B fahre, dass ich mir dann natürlich das auch aussuchen kann. Aber immer grün. Wir haben heute die Chance, auch in Deutschland unser neues Produkt vorzustellen. Das ist der 12 Meter E-City, 266 kWh, also Kilowattstunde. Dieser E-City wurde vor kurzem in Prag in Betrieb genommen und es ist eine Neuentwicklung zusammen mit unserer Schwesterfirma Temsa. Wir sind sehr stolz auf dieses Produkt. Warum? Weil wir mit diesem Bus auch die hiesige Infrastruktur, Straßenbahn, Oberleitungsbahn auch nutzen können. Wir können sowohl normale Beladung anbieten mit dem 2-Pol-Charger oder auch den Fast-Charger 4-Pol-Pantographen mit ins Angebot abgeben. Also erst einmal möchte ich, dass wir in Deutschland, aber auch in der EU die Transformation hinbekommen und nicht mit ganz vielen neuen Produkten auf den Markt gehen. Ja, Skoda war schon immer grün. Skoda hat immer im grünen Bereich die Oberleitungsbusse verkauft, mit und ohne Batterie, und hat auch diese Technik hier mit eingebaut. Das heißt, wir nutzen auch unsere Synergien. Wichtig ist, dass wir nicht ein Produktportfolio von neuen Produkten haben, sondern auf die, die jetzt aktuell auf dem Markt sind, der E-Bus, der Wasserstoffbus, der Oberleitungsbus, dass die natürlich dann auch weiterentwickelt werden. Wir wollen von den Kosten natürlich runter, wir wollen eine Infrastruktur aufbauen und diese fehlt ja auch in vielen Ländern und auch in Deutschland. Und erst einmal müssen wir uns darauf konzentrieren, dass wir uns auf unsere jetzigen Produkte konzentrieren und Effizienzen einbauen. Und was für mich natürlich auch ganz wichtig ist, ist das Thema Digitalisierung. Das ist für mich auch ein Zukunftsmodell, was mir auch die Flexibilität und auch die Attraktivität, ÖPNV zu nutzen, erhöht. Naja, ich meine, die Energiekrise, die spüren wir alle, wir sehen es und momentan sind natürlich auch viele verhalten hinsichtlich, ja, soll ich mir jetzt ein E-Auto kaufen oder doch lieber bei dem Benziner bleiben? Und wir brauchen hier Anreize. Wir brauchen hier Anreize, weil der Deutsche liebt sein Auto, er pflegt sein Auto und er möchte natürlich auch nicht einfach so von seinem Auto weg. Natürlich braucht man dafür auch Anreize und müssen auch an der CO2-Bepreisung nach wie vor dranhalten und auch die Parkplatzmöglichkeiten in den Städten auch reduzieren peu à peu und müssen aber auch zeigen, dass der ÖPNV oder auch die verschiedenen Produkte miteinander vernetzbar und kombinierbar sind. Die Krise bringt auch neue Möglichkeiten hervor, so abgeklatscht, dass sich jetzt auch anhört. Aber ich glaube auch daran, dass wir mit der Politik, mit der Wirtschaft, aber auch mit Einbezug der Bürgerinnen und Bürger das richtige Modell auch mit anbieten können. 85 Jahre Trolleybusgeschäft, 15.000 Trolleybusse verkauft und ausgeliefert und im Betrieb. Die Erfahrung aus dieser Technologie, die fließt auch hier in den neuen E-City mit ein.